Es ist noch gar nicht lange her, da herrschte Gier an der Wall Street. Jetzt herrscht weitgehend Angst an der Wall Street, denn die Unsicherheit, die mit dieser US-Wahl verbunden ist, die ist groß. Und so sehen wir anhand von vielen Kriterien, dass diese Angst da ist. Wir sehen große VIX-Positionen auf der Long-Seite, also steigende Wetten auf steigende Volatilität. Wir sehen das Put-Call-Ratio extrem hoch, also starke Put-Absicherungen etc. etc. All das zeigt alle. Oder viele der Player haben sich abgesichert, um gewappnet zu sein im Falle eines Abverkaufs mit der US-Wahl. Und meistens passiert dann genau das Gegenteil. Alle sind in Puts, dann geht es erstmal nach oben. Die müssen ihre Puts oder werden ihre Puts eindecken. Und dann schreien alle, will er jetzt, kommt die ewige Rallye und dann geht es bergab. Denn dass es bergab geht, dafür gibt es ganz gute Indikationen im zentralen Bereich dieser Rallye, nämlich der Halbleiterwerte. Dazu gleich mehr, meine Damen und Herren, starten wir erstmal rein in die Lage, in die charttechnische Lage. Hier sehen wir, dass der Aufwärtstrend, den wo wir gemacht haben seit Anfang August, der ist gebrochen. Hier sehen wir, dass also der S&P 500 runtergeknallt ist aus dieser, oder rausgeknallt ist aus dieser Aufwärtstrendlinie. Und jetzt in Richtung des Supports unterwegs ist im Bereich 5670 Punkte in etwa, da liegt diese Unterstützung und wir sehen, dass wir ein sehr, sehr ähnliches Muster wieder wie in 2007 haben und zwar auch Anfang November 2007, wie John bemerkt. Hier sagt er, also wir haben hier eine ganz ähnliche Struktur wie eben Anfang 2007 und ich hatte hier ja schon gezeigt, dass diese Parallelen ja so unfassbar sind, selber Tag Leitzinsentscheidung der FED mit 0,5er Zinssenkung, selber Tag Hochs gemacht Mitte Juli, jetzt sehen wir ganz ähnliche Muster wieder in diesem Jahr wie 2017 mit Tops beim Dow, S&P und den Nasdaq, die alle im Oktober erstmal ihr Hoch gemacht haben. Wie die ganze Geschichte weitergeht, werden wir sehen, aber zunächst nochmal zurück zu dieser US-Wahl und der Absicherung oder dem Absicherung Bedürfnis vor dieser US-Wahl. Wir sehen hier Volumen in VIX extrem hoch. Also wir sehen zweifache VIX-Calls in Relation zu Puts. Das hat Jason Gepfert hier verwechselt. Das ist genau andersrum. Also wir haben starke Wetten auf steigenden VIX. Einer der höchsten Werte, die wir in den letzten 15 Jahren gesehen haben. Insgesamt gilt, dass der VIX so lange über seinem 200-Tages-Durchschnitt handelt, wie seit 2019 nicht mehr. Man hat zum Beispiel mal Jahre durchaus gesehen, da war der VIX hoch. Und die Aktienmärkte sind dennoch deutlich gestiegen, etwa 1995. Aber normalerweise ist ein hoher VIX ein Zeichen von Unsicherheit. Normalerweise sind dann automatisierte Handelssysteme vorsichtig, weil sie sagen, naja, wenn die Wohler anspringt, dann ist das ein Verkaufssignal, dann gehen wir raus. Wenn die Wohler niedrig ist, dann sind wir drin oder gehen rein in die Märkte. Und hier sehen wir Put-Call-Ratio etwa, also Verhältnis von Puts zu Call, über 2. Das ist das höchste Niveau seit 2021. Also Nachbars Katze und Schmitz Lumpi, die sind abgesichert, wenn sie am Markt agieren, rechnen also mit dem oder kalkulieren zumindest einen negativen Fall ein. Wir sehen hier Fear and Greed Index jetzt im Furchtbereich mit 43. Nicht lange her, wie gesagt, dass wir sogar in extremer Gier waren. Und die Unsicherheit ist eben da, vor allem nach dieser Iowa Poll. Iowa, ein relativ kleiner Bundesstaat mit 6 Wahlmännerstimmen. Aber da haben sichtlich erfreute Meinungsforscher, ich habe das Interview gesehen, die hat dann gelacht und war, ah, wir haben es ja kaum glauben können, die Demokraten liegen vorne. Okay, also das jedenfalls hat so ein bisschen jetzt gestern die Märkte beeinflusst. Oh, die Chancen der Demokraten sind doch besser, sodass wir dann eben Reaktionen an den Märkten gesehen haben. Hier etwa Profit-Taking beim sogenannten Trump-Trade. Also praktisch dieser Basket, den Goldman Sachs entwickelt hat, zusammengestellt hat von Aktien, die profitieren würden, wenn die Republicans gewinnen würden. Hier sehen wir diesen vergleichsweise Gleichlauf mit den Wettmärkten. Wir haben gesehen, Bitcoin, da ist Geld aus Bitcoin-ETFs abgezogen worden, wie seit Mai nicht mehr. Also auch hier Vorsicht am Start. Und die Goldman Sachser haben jetzt einmal gesagt, ja, was passiert denn in welchem Fall, wenn wir einen Republican Sweep haben, also Präsidentschaft plus Senat plus Abgeordnetenhaus. Wahrscheinlichkeit laut Goldman 25%, dann 3% Gewinne beim S&P 500, wenn Trump gewinnt, aber
die Parlamente gespalten sind, 30% Wahrscheinlichkeit, dann S&P 500 immer noch 1,5% Gewinn. Wenn die Demokraten einen Sweep machen würden, was extrem unwahrscheinlich erscheint, erstmal S&P 500 3% Minus, und wenn Harris gewinnt und ein gemischtes, die Kammern gemischt sind, dann minus 1,5%. Wir sehen, dass zum Beispiel Bob Kalci die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass Harris das Popular Vote gewinnt, also die meisten Stimmen bekommt, aber darauf kommt es ja in den USA nicht an, sondern wer die Bundesstaaten gewinnt nach dem Verhältniswahlrecht, the winner takes it all, und das ist beim Senat ziemlich eindeutig, oder dürften die Republikaner sein, derzeit ja noch knappe Mehrheit der Demokraten im Senat, 51-49, derzeit aber auch die Republikaner im Abgeordnetenhaus mit einer knappen Mehrheit, das könnte sich ändern, glaubt man Kalci. Jetzt hat übrigens heute Nacht Rogan sich für Donald Trump ausgesprochen, der ja vielleicht der YouTuber ist mit der größten Reichweite in die USA. Und wichtig ist ja natürlich auch für die Märkte, wann steht das denn ungefähr fest, wie die Wahl jetzt ausgegangen ist? Und hier sieht man, dass es eine 21-prozentige Chance gibt, dass sozusagen am Folgetag dann das Ergebnis schon steht, und eine 45-prozentige Chance einen Tag später, 12% zwei Tage später. Also je schneller hier Klarheit herrscht, umso besser für die Märkte, je länger die ganze Geschichte unsicher ist, umso weniger gut für die Märkte. Nochmal Kalci, Wettplattform. Ich weiß, viele sagen jetzt Wettplattform, ja, aber das ist eben diese kollektive Intelligenz, und die Märkte, die Finanzmärkte reagieren darauf. Deswegen reagiere ich auch darauf, um diese mal zu erklären, meine Damen und Herren. Und hier sehen wir Pennsylvania Trump vorne, Wisconsin Harris vorne, Michigan Harris vorne, Nevada Trump vorne, ebenso in Georgia und in Arizona. Und das würde reichen für Donald, denn wenn du Pennsylvania gewinnst, Nevada, Georgia und Arizona, dann kannst du Wisconsin und Michigan, das kannst du dann praktisch, das musst du nicht gewinnen, gell? Und dementsprechend würde das hier reichen. Und ich weiß nicht, ob Sie das lesen können, aber es ist hochinteressant. Hier der Kampagnenleiter damals von Obama, Jim Messina, der sagt, also wir machen uns durchaus Sorgen, denn die Demokraten gucken auch auf das Early Voting. Und was man hier sieht in den verschiedensten Bundesstaaten ist, dass vor allem die Stimmabgabe bisher im Early Voting in urbanen Zentren und von Frauen geringer ist als 2020. Und genau das brauchen die Demokraten. Sie brauchen hohe Beteiligung in den Städten, die tendenziell ja den Demokraten zuneigen, und hohe Beteiligung von Frauen, die tendenziell auch eher den Demokraten zuneigen, zumindest in ihrer Mehrheit. Nicht natürlich alle, das ist völlig klar, aber insgesamt sehen wir, wenn wir uns mal die übergeordnete Perspektive anschauen, ein Gradmesser für Trump oder nicht Trump ist der Mexican Peso. Und wir sehen, dieser Peso, der ist eigentlich im Sturzflug seit einiger Zeit, konnte gestern ein bisschen zulegen, aber übergeordnet eben ist das immer noch schwach, und so schwach wie seit September 22 nicht mehr, also seit über 2 Jahren. Also der Peso, könnte man sagen, rechnet mit Donald Trump, sonst wäre er jetzt schon wieder höher zum Dollar. Und jetzt der plötzliche Ausbruch von Massenpanik im Harris-Lager, nachdem Jim Cramer gestern gesagt hat, also sieht so aus, dass die Märkte erwarten, dass Harris gewinnt. Das hätte nicht passieren dürfen. Das ist wirklich ein Tiefschlag, wenn Jim Cramer das sagt. Dann ist natürlich Dunkeltuten. Die Frage ist, wie geht es an den Märkten weiter? Und hier finde ich bemerkenswert, dass Morgan Stanleys Mike Wilson jetzt auf einmal sehr bullish geworden ist. Der war ja so lange bärisch, und jetzt ist er komplett ins andere Lager übergeswitcht und sagt, ja, 6.100 könnte der S&P erreichen, weil FOMO dann reinkommt. So sagt er, und wir dürfen uns ja oder müssen uns in Erinnerung rufen, dass ja von den letzten 20 von den letzten 2 Abverkäufen hatte Wilson mindestens 20 vorhergesagt. Also der Mann hat dann einen Dreckrekord jetzt im Bullenlager. Das ist auch sozusagen ein Problem für die Bullen aus meiner Sicht. Und jetzt mal das, was aus meiner Sicht dann auch vor allem relevant ist, und das ist diese ganze Halbleitergeschichte, ergo diese ganze KI-Euphorie. Wir haben gestern einige Zahlen gesehen,
gesehen aus dem Halbleitersektor. Das sind jetzt nicht die ganz großen Player, aber es sind eben Player, die hier eine Rolle spielen. Ich habe gestern schon diese Grafik gezeigt, die klar macht, dass nur 25% dieser Halbleiterwerte über ihrem 200-Tages-Durchschnitt handeln. Also die meisten Halbleiterwerte sind in einem aktiven Verkaufssignal, könnte man sagen. Gestern enttäuschende Zahlen von diesen Halbleiterwerten. Und das ist nicht so ein gutes Zeichen, wenn sozusagen der führende Sektor nicht mitspielt. Und das sind diese Halbleiterwerte. Die haben jetzt sogar ein Death Cross gebildet, das erste Mal seit März 2020. Also, dass der 50er von oben kommt, den 200er Tagesdurchschnitt kreuzt, gilt als Todeskreuz, auch wenn gestern Palantir angesprungen ist, nachdem man sehr viel KI gesagt hat und KI, KI. Und wer also nicht KI und der hat nicht KI, gell, und der wird auch nicht KI und der kommt auch nicht in den Himmel und in die Hölle auch nicht, gell. Also das war Palantir, das ist so eines der lustigen Unternehmen. Aber anderes Problem noch für diese ganze KI-Euphorie, wie schaut es denn aus mit dem Strombedarf? Und hier gab es gestern einen regulatorisch heftigen Rückschlag, nachdem die Federal Energy Regulatory Commission gesagt hat, nö, ist nicht. Und erstaunlicherweise in dieser Kommission waren drei Personen, zwei davon Republikaner, ein Demokrat. Die beiden Republikaner haben gesagt, no. Der Demokrat hat gesagt, yes. Auch das ist durchaus interessant. Jedenfalls dann solche Aktien wie Constellation, Talen, Vistra, unter Druck, weil die sollten ja eigentlich mit Amazon ein solches Agreement machen. Amazon dann gestern auch unter Druck gewesen. Und heute wichtig, SMCI, also Super Micro Computer kommt. Und das, die sollen heute ihre Zahlen bringen. Wird das passieren? Man erwartet eine Bewegung von plus minus 25%, also nicht unwesentlich auf die Zahlen. Nvidia-Chef und Super Micro-Chef sind ja ganz dicke, beste Buddies. Und das ist natürlich für Nvidia vielleicht auch irgendwann ein Problem. Jedenfalls erwartet Just Dario, einer der besten Analysten in diesem Bereich, dass die wahrscheinlich in letzter Sekunde sagen, können wir doch nicht veröffentlichen. Das wäre natürlich negativ für die Aktie. Und negativ ist auch das, was derzeit in der Ampelkoalition läuft. Heute beginnt der Koalitionsausschuss. Und die Frage ist, zerbricht diese Koalition, die schon vor einem Jahr hätte brechen müssen können, wenn die FDP ausgestiegen wäre, dann hätten wir uns in Deutschland ein Jahr des Stillstandes und des Niedergangs ersparen können. Vielleicht wurschtelt man sich weiter durch, aber heute beginnt jetzt die heiße Phase, beginnt dieser heiße Herbst auch für die deutsche Politik. Derzeit ist, die Stimmung in Deutschland ja bekanntlich nicht allzu positiv für die Ampel und dafür gibt es gute Gründe. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. So könnten US-Aktien auf die Wahl reagieren. Interessanter Artikel, gerne weiterempfehlen. Erste Empfehlung und zweite Empfehlung. Was ist denn mit Gold? Der Mega-Trade, ja oder nein? Zweite Empfehlung, jetzt sage ich erst einmal Servus, ciao.